Labor für Entrepreneurship. Zu Gast Michael Silberberger. Der Herr Silberberger ist eine ganz eigene Spezies. Viele Firmen gegründet, Serial Entrepreneur. Sie schreiben selber 25.000 Firmengründungen begleitet. Ja. Das ist ja ein, also nicht 25, was ja auch schon viel wäre, sondern 25.000. Was sagen Sie dazu? Wir haben Unternehmen begleitet bei deren Firmengründung. Und es gab in Deutschland ja andere Zeiten, wo es keine UG gab. Und dann haben wir dafür gesorgt, dass ein Unternehmer von Deutschland in England seinen Firmensitz hat, der steuerliche und der operative Sitz aber trotzdem in Deutschland war. Und das habe ich für die Unternehmer gemacht, war praktisch jeden Tag beim Notar und habe die Firmen dort für deutsche Unternehmer in England gegründet und der Sitz war trotzdem hier in Deutschland. Dadurch kommt diese unglaubliche Zahl zustande. Vielleicht ein Satz dazu, so haben wir uns auch kennengelernt, dass die Firma hieß Go Ahead. Ja. Und die Idee war eigentlich eine sehr einfache. In England konnte man eine Limited sehr leicht gründen. In Deutschland eine GmbH, viel aufwendiger. Notar kostet erstmal Geld, der Notar selber und dann 25.000 Euro da einzahlen. Und die Limited war einfacher und Sie sahen die Chance, den deutschen Gründern diese Limited zu ermöglichen, haben das irgendwie eingerichtet. Und ich erinnere mich, man konnte im Internet für 300 Mark, Euro praktisch aus der Ferne eine Limited gründen und hatte dann ein rechtlich korrektes Unternehmen. Genau. Und zwar war es damals eben so, man muss sich das so vorstellen, 2003 bis 2006, wo dieser große Boom auch war, hat eine Firmengründung in Deutschland in Berlin zwischen 2 und 4 Monate gedauert. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also da haben wir ganz viel bewegt, dass das ja auch dann schon in den Jahren 2005 deutlich reduziert worden ist, weil dieser Wettbewerb der Rechtsformen immer größer geworden ist. Und zu dem damaligen Zeitpunkt, kann man sich ja auch kaum noch vorstellen, gab es keine UG, also die Unternehmergesellschaft, die mittlerweile über 100.000 Mal in Deutschland auch schon vertreten ist. Und damals brauchte man, wenn man alleine eine Gesellschaft gründet, ein Stammkapital von 25.000 Euro. Auch das ist ja mittlerweile das, was man einzahlen muss, auch reduziert. Und das hat eben dazu geführt, dass ich das gesehen habe, dass diese einfache Möglichkeit, schnell eine Firma zu gründen, und zwar innerhalb von 24 Stunden, das habe ich irgendwie gesehen. Und so ist dieser Erfolg dann zustande gekommen, dass viele Unternehmer das genauso wollten, eine schnelle Firmengründung, auch mal Dinge auszuprobieren, um zu sehen, ob das Geschäftsmodell am Markt angenommen wird, auch was Sie ja immer propagieren, einfach mal einfacher zu starten, zu gucken, ist da eine Kaufenergie. Und was eben das Besondere ist, wenn Sie eine Firma in England damals gegründet haben, waren Sie nach einem Tag rechtsfähig und konnten Verträge, auch Mietverträge, schon unterschreiben und hatten Ihre persönliche Haftung geschützt. Und dann im zweiten Schritt hat man diese Unternehmen auch in Deutschland ins Handelsregister eingetragen, aber die Rechtswirkung war schon mit der sofortigen Eintragung in England erwirkt. Heutzutage braucht man das nicht mehr. Es gibt eine UG in Deutschland, das dauert 2, 3, 4 Wochen, bis die Firma eingetragen ist. Das geht auch dann durch uns dadurch ein bisschen schneller. Man kann auch sagen, durch diese Konkurrenz, wie Sie sagen, der Gesellschaftsmodelle, also GmbH und englische Limited, hat sich in der deutschen Politik was bewegt. Es haben dann immer mehr Leute über Sie gegründet. Genau. Sie sagen, Sie haben 70% Marktanteil zwischendurch gehabt bei diesen Gründungen. Das ist ja enorm. Das war fast ein Monopol. Ja. Und dann hat die Politik gesehen, jetzt gründen die alle in England. Und daraus ist, wenn ich das richtig sehe, so schnell auch die Einführung der UG entstanden hier. Und das ist ein wirklicher Fortschritt, weil man, es geht schneller. Der Notar kostet 50 oder 60 Euro statt 1500. Und man legt los. Und wenn es nicht geklappt hat, kann man es auch schnell wieder einstellen. Ja. Und das Ganze wächst von selber mit den Gewinnen, die man erwirtschaftet. Also wenn das Unternehmen erfolgreich ist, wächst das in der GmbH herein. Das heißt, man hat einen wunderschönen Übergang, muss nicht die Gesellschaftsform wechseln, was immer sehr schwierig ist. Und spart sogar à la longue diese Notargebühren, weil man ja mit den 50, so verstehe ich das, da angefangen hat. Oder kostet das nochmal extra? Das kostet nochmal extra. Also wir treten ja auch, also dieses Recht muss man auch nochmal irgendwann vereinfachen, verschlanken. Aber da entstehen schon nochmal Gebühren bei dem Wechsel von der UG in eine GmbH. Das ist leider... Ich dachte, das wächst automatisch. Leider nicht, ja. Man denkt das immer, aber es ist nicht der Fall. Okay. Noch nicht.
Zurück zu Ihnen. Ja. Ihre erste Company hieß Jobs in Town. Ja. Das war ein Stellenmarkt. Genau, es war ein Stellenmarkt für regionale Stellenmärkte und die Vermarktung von Stellenanzeigen im Internet, also sowas wie in Monster. Damit macht heute noch Jobs in Town einen Umsatz von über 15 Millionen Euro im Jahr und vermarkten Stellenanzeigen auf verschiedenen Plattformen wie Stepstone, Monster, wie sie alle heißen. Ja. Und sind damit auch Marktführer in Deutschland bei der Vermarktung von Stellenanzeigen in Internetstellenbörsen. Das, was Sie angefangen haben, wurde auch immer Marktführer, kann man das so sagen? Ja, wir suchen uns eben Nischen aus, wo man da auch dann reingehen kann. Also erste Firma war Jobs in Town, haben Sie abgegeben? Ja, haben Mitarbeiter übernommen. Gibt's, ja. Das Go-Ahead haben Sie auch abgegeben? Verkauft. Verkauft. Genau. Dann die nächste Firma war Semigator. Das ist eine Firmengründung seinerzeit 2008, um Seminaranzeigen ins Internet zu nehmen, als Seminarportal, also letztendlich HS oder Immobilien-Scout für Seminare, dass man eben einfacher Seminare buchen kann. Das hat es damals gegeben, aber sehr, sehr kleine Plattformen. Und da haben wir gesagt, wir machen das jetzt einmal richtig. Hatten dann relativ schnell über 100.000 Seminare online. Mittlerweile sind das dann 250.000 bis 400.000 Seminare. Und da ist Handelsblatt 2008 eingestiegen als Investor. Und damit hat es dann auch den entsprechenden Schub bekommen. Und 2012 hat das dann die Haufe Lexware GmbH gekauft. Und das Hauptgeschäftsmodell von Semigator hat sich insofern noch erweitert, dass DAX 30-Konzerne diese Datenbank integrieren in deren SAP-Systeme. Und wenn jetzt ein Mitarbeiter in den entsprechenden Konzernen ein Seminar bucht, dann wird es über Semigator abgewickelt. Also als Prozessanbieter, damit reduzieren wir Prozesskosten bei den Großunternehmen. Da sind Sie auch Marktführer geworden? Ja, aber schon relativ schnell. Das war dann nicht so einfach. War relativ einfach. Mit 100.000 Seminaranzeigen war man da Marktführer. Ja. Auch abgegeben? Ja. 2012. Und die nächste Firma heißt Firma.de. Was macht die? Ja, es hört sich immer so an, gründen und verkaufen. Bei Semigator war aber unser Wunsch, wenn ich da nochmal unterbrechen darf, gar nicht zu verkaufen, sondern unser Wunsch war, wir wurden Altgesellschafter genannt, den Anteil von Handelsblatt, weil es strategisch zu denen nicht mehr so gut gepasst hat, wie es eben auch für Haufe mit der Ausrichtung B2B in den Konzern von Haufe gepasst hat, wäre unser Wunsch gewesen, nur den Handelsblattanteil, das waren knapp 50%, an Haufe zu verkaufen und wir als Gesellschafter mit dabei bleiben. Ja. Auch gerne in Position, aber für Haufe, die haben eine andere Strategie und da geht es eben darum, dass diese Unternehmen voll integriert werden. Und dann haben wir im Sinne der Sache für Semigator, dass es sich weiterentwickeln kann, die haben seit Anfang an jedes Jahr ein Wachstum von 100%, auch heute noch nach dem Verkauf. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen, dass das Baby Semigator sich weiterentwickeln kann. Also verzichten wir dann auf unsere Anteile und haben sie verkauft. Also Sie haben das. Ich wäre aber lieber Gesellschafter. Ich wäre lieber Gesellschafter. Also gewesen. Sie kennen meine Kritik. Das sind ja eigentlich Ideenkinder und die verkauft man nicht so schnell. Aber manchmal ging's nicht anders. Macht es auch Sinn oder es geht nicht anders. So, dann gibt es die nächste Firma, Firma.de. Was macht die? Firma.de gründet, wir helfen Unternehmern, Firmen zu gründen. Und die Vision ist, dass Firmen, die mit Firma.de gegründet sind, dass die Insolvenzrate durch für uns gegründeten Firmen deutlich reduzierter ist, weil wir ein System vorgeben, Kunden in Komponenten, wie sie es ja auch seit Jahren propagieren, dass man gewisse Kerndienstleistungen auch ausgibt für extrem wenig Geld, ohne Verträge für Unternehmer. Und Hauptthema ist, dass wir die Firmengründung, wo ich mich ja sehr gut auskenne, die UG, die GmbH, gemeinnützige GmbHs, alles, was es für Rechtsform gibt, dass wir die sehr kostengünstig gründen und dass der Unternehmer auch dort spart, dass er nicht sofort wieder Finanzanfragebogen beim Steuerberater vollständig machen muss, der dann wieder dafür eine Rechnung schreibt, sondern die kriegen das, die Unternehmer von uns, für 99 bis 159 Euro. Können damit schneller starten, weil wir die Prozesse ein bisschen optimieren. Und das ist so das Hauptgeschäft. An diesen Fragebögen und Anmeldezeremonien. Genau, diese ganze Bürokratie. Die ganze Bürokratie, die macht ein Gründer einmal in seinem Leben, muss sich jedes Mal neu einarbeiten. Und Sie sagen, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, macht man das viel schneller und hat da ganz andere Erfahrung. Also abgeben und es praktisch sich kaufen oder von Ihrer Seite aus verkaufen. Und in dem Prozess trotzdem auch noch ein bisschen Kosten sparen, das ist dann auch ja ganz wichtig. Ja. Also beides Zeit sparen und noch im Endeffekt Gesamtkosten auch nochmal reduzieren. Ja.
Und die Idee dahinter, Gründen mit Komponenten von Anfang an professionell. Also Sie sind ein professioneller Zulieferer solcher Serviceleistungen. Genau, ja. Und, läuft's gut? Genau, wir sind gestartet eigentlich so im letzten Jahr. Gründen jetzt dieses Jahr deutlich über, oder von der Anzahl her deutlich über 100 Firmen pro Monat. Also jeden Tag gründen wir Firmen. Das werden im nächsten Jahr mehrere tausend Unternehmen sein. Und dann haben wir auch wieder hier einen Investor mit hinzubekommen. Das ist im letzten Jahr die German Media Ventures. Und dahinter steckt das Mediabudget für N24, sodass dann ab Januar auch praktisch jeden Tag Fernsehspots ausgestrahlt werden. Das hat ein Brutto-Media-Volumen von 1,5 Millionen Euro. Und damit wird eben dieser Bekanntheitsgrad von Firma.de noch viel größer, als es jetzt schon ist. Wir haben jeden Monat zigtausend Unternehmer auf unseren Webseiten, die dann Produkte kaufen, verschiedene Produkte. Also tolle Erfolge. Da liegt natürlich die Frage nahe, wie kommt man auf solche Ideen? Wie erkennt man sowas? Was macht Ihre besondere Nase aus an der Stelle? Also diese erste Geschäftsidee von Jobs in Town war, ich war vorgesehen als Vertriebsleiter bei der Firma Xerox, Rang Xerox, Kopierer und Drucker. Und für mich war es wichtig, dass natürlich viele Verkäufer da sind, weil wenn es viele Verkäufer gibt, kriegt ja der Vertriebsleiter auch ein bisschen mehr Provision oder ein bisschen mehr Prämien. Also bin ich zu meinem Chef und habe gesagt, wir reden jetzt vom Jahr 1998, habe ich zu meinem Chef gesagt, lass uns mehr Stellenanzeigen schalten, dass wir mehr Verkäufer bekommen. Und dann sagte er, Stellenanzeigen in der Frankfurter Rundschau bringen nichts und sind zu teuer. Und da ging ja, wer sich erinnern kann, gerade das Internet los. Es gab damals schon Jobs.de, die haben sich für diese Fach- und Führungskräfte ab 100.000 D-Mark Einkommen so gekümmert. Und da habe ich gedacht, da muss es doch was geben, dass auch eine Sekretärin, ein Verkäufer, der geht ja auch irgendwann ins Internet. Und dann ist diese Idee entstanden, Jobs Rhein-Main, Jobs in Town, in der Stadt. Und das war die Idee. Die zweite Idee war, lass mal nochmal, also in meinen Worten würde ich sagen, Sie haben gesehen, da gibt es eine neue Technologie, wo man ein altes Problem, was Sie nicht erfunden haben, wo Sie auch nicht groß jetzt Fachmann gewesen wären, nämlich dieser ganze Stellenmarkt, Stellenanzeigen, Sie haben die neue Technologie gesehen und gesagt, da kann man das Alte preiswerter machen. Genau. Kann man so ausdrücken? Kann man so sagen. Also der Blick war, wie kann ich die neue Technologie an der Stelle einsetzen, wo sie bisher noch nicht genutzt ist. Genau. Und das hat dann auch hingehauen? Das hat dann hingehauen. Natürlich gab es da Höhen und Tiefen, aber hat ganz gut geklappt im Endeffekt. Und wie sind die Leute darauf aufmerksam geworden, dass Sie da im Internet jetzt Stellenmarkt anbieten? Das ist ja so das klassische Henne-Ei-Problem. Was kommt zuerst? Wir haben dann Anzeigen, Kunden gewinnen müssen, obwohl wir noch keine User hatten. Ja. Wenn man zuerst User hat und hat keine Anzeigen, dann kommt der User nicht mehr zurück. Also haben wir erst die Anzeigenkunden gewonnen. Und haben dem einfach erklärt, was kostet eine Stellenanzeige im Papier und was kostet eine Stellenanzeige bei uns. Und dann gab es auch die ersten Erfolge. Und so konnten wir eben in der Nische, deswegen hieß es auch am Anfang Jobs Rhein-Main und dann später auch Jobs München, konnten wir eben in dieser Nische, konnten wir so einen Busfahrer vermitteln. Und wenn Sie brauchen, da gab es irgendein Handwerker oder irgendwas gab es da, sonst hätte dieser, also es gab einen Handwerker, den die unbedingt brauchten, sonst hätten die dieses Busunternehmen zumachen müssen. Das kann ich mir genau, wie das war. Und wir haben den gefunden, obwohl die 3 Jahre lang gesucht haben. Und sonst wäre das eingestellt gewesen von irgendwie vom Land Hessen. Und das war natürlich ein mega Riesenerfolg. Und so haben wir ein bisschen Glück gehabt. Hat sich irgendwie rumgesprochen. Irgendwie haben wir Glück gehabt. Und dann haben wir auch noch ein bisschen Geld bekommen. Und dann ging das so ein bisschen nach oben. Was waren denn die Preise, so der Preisunterschied? Also welchen Vorteil konnten Sie bieten? Stellenanzeige gleicher Größe und dann bei Ihnen 1 zu 10, 1 zu 5? 1 zu 10, ja. 1 zu 10. Mhm. Also ein enormer Preisvorteil. Ja. Weil ich immer sage, wenn man 5% oder 10% preiswerter ist, das reicht nicht. Ja. Da wechseln die Leute nicht. Der Holger Jonsson sagt immer, doppelt so gut und halb so teuer. Also ohne einen Faktor 4 fängt er nichts an. Ja. Der Faktor 4 muss da sein. Dann läuft das. Dann kriegt man Aufmerksamkeit, dann spricht sich so um. Und das kann ein Viertel des Preises sein oder eben halb so teuer, doppelt so gut. Würden Sie sagen, das ist was oder 1 zu 10? Nee, also genau wie Holger Jonsson das sagt, das ist natürlich schon mal, ist ja Internet, man kann es nicht ganz vergleichen, aber dieser halb so teuer und doppelt so gut, das, wenn man das erreicht, hat man schon viel gewonnen. Und dann haben Sie ja gefragt, wie haben wir Aufmerksamkeit geschaffen? Es gab damals, kennt man heute noch, in diesen Kneipen diese Edgar-Karten oder wie immer das heißt, City-Karten. Wer kennt das? Wer nutzt das?
So ab und zu, Postkarten schreibt mir kaum noch, haben wir es ja doch mit. Früher wurde es genutzt, da gab es ja noch keine E-Mails, hatte ich auch mal verschickt. Und wir hatten irgendjemand, der uns da lieb war, der gesagt hat, komm, probiert es mal aus und da musste man auch nichts dafür bezahlen. Und diese Karte hat jemand entdeckt und dann hat er mich angerufen, das war an einem, jetzt muss ich überlegen, im Mai, an einem Freitag im Mai 1999 um 23.30 Uhr klingelt das Telefon. Nehme ich so ab und dann sagt er, bin ich hier nicht in einem Callcenter, wer bist du? Und ich merkte relativ schnell, der war besoffen und ich war wirklich kurz davor aufzulegen. 23.30 Uhr. Und dann hat er mich gefragt, ich wollte eigentlich auflegen und sagte, brauchst du Geld? Und dann habe ich gesagt, ja, ich brauche Geld. Und es stellte sich heraus, er war ein Investmentbanker aus Frankfurt mit zu viel Caipirinhas. Und dann hatte ich 4 Wochen später 400.000 Mark auf meinem Bankkonto. Wirklich unglaublich. Und damit ging es halt dann los. Ja. Der hatte zu viel Caipirinhas getrunken oder der verkauft die? Nee, er hat zu viel getrunken. Ihr kennt das ja aus Verkaufsseminaren, behandelt die Sekretärin gut und den Menschen an Empfang. Jetzt füge ich eins hinzu, behandelt Besoffene gut. Also ich habe die Erfahrung. Es war wirklich Glück. Also wäre ich nicht in diesem Telefonat, wäre ich nicht in dem Büro gewesen um 23:30 Mitternacht. Ich weiß wirklich noch, wie ich da saß und dann wäre das nicht entstanden. Aber naja. 23:30 ist okay. Wir haben ja am Anfang Tee auf dem Winterfeldplatz verkauft. Da musste man so um 6 Uhr, 6.30 Uhr spätestens da sein. Und der Marktmeister war um diese Zeit schon voll betrunken. Alles, was lange Haare hatte, ich hatte damals auch, war Student und dann schon völlig. Und dann wurden wir zwischen die beiden Toilettenwagen gestellt mit der Chilling First Flush. Und irgendwann haben wir gesagt, aufhören, das hat so keinen Sinn. Aber das war 6.30 Uhr am Morgen. Also das ist. Dann hätte ich noch länger. Vielleicht wäre noch ein größerer gekommen, hätte ich gewartet. Und nächste Firma. Also manchmal braucht man ein bisschen Glück oder muss Gelegenheiten am Zipfel fassen. Ja, Bernhard Lange, der Golfer, kennt ihr alle? Ja. Der hatte mal so einen Golfball in so einem Baum und dann hat er den so rausgeschlagen, ist auf diesen Baum hochgeklettert und hat ihn aus dem Baum aufs Grün und dann mit dem nächsten Schlag eingeschlagen. Und dann wurde er mal gefragt von dem Reporter nach dem Turnier, Bernhard, da hast du ja nur Glück gehabt. Und da hat der Bernhard Lange gesagt, ja, je mehr ich übe, je mehr Glück habe ich. Und so trifft es ja auch. Sie müssen halt diese Zufälle auch produzieren, auch was Holger Jonsson ja immer sagt, einfach Bälle rausgeben und irgendwas wird auch zurückgespielt. Und das ist auch so ein Gesetz der Resonanz. Das ist ja uralt. Diese Erfindungen sind nicht irgendwie Geistesblitze, sondern man arbeitet lang an einem Problem und dann irgendwann kommt von irgendwoher eine Sichtachse, die plötzlich die neue, das verbindende Stück dann erkennen lässt. Und vielleicht auch zum Thema Scheitern. Ein bisschen Exkurs, ich weiß, wir müssen ja schnell machen von der Zeit, aber 1998 bin ich damals, da ging es ja los mit Investoren, mit VCs aus Amerika, das Internet, und ich bin damals nach Berlin gefahren mit meinem Partner und wir sind hier zu VCs, also Venture Capitalisten, Investoren, und wollten für das erste Unternehmen 100 Millionen D-Mark einsammeln. Sie wollten. Wir wollten 100 Millionen, es war ein bisschen größer noch. D-Mark, 100 Millionen D-Mark. Und wir haben wirklich monatelang an diesem Businessplan geschrieben und wir haben nichts bekommen. Ja, null, keinen müden Pfennig, aber wir haben uns ja damit beschäftigt. Und dann ging es ja trotzdem irgendwie los auf einem kleineren Level und dann war der da. Also man hat sich, das Ganze hat wirklich 1,5 Jahre gedauert. Also dieser Prozess, bis dann auch Bälle zurückkommen und... Warum denn gleich 100 Millionen? Ich wollte was ganz Großes. Also ich habe die Tendenz, ich bin da anders wie Sie, 23:30 würde ich schon gar nicht mehr abheben. Aber wenn einer kommt und sagt, ich brauche 5 Millionen oder 50 Millionen, sage ich, wunderbar. Also grandios, grandios, aber ich höre eigentlich nicht mehr hin. Also ich habe eher so ein Ohr für die, die sagen, das kann man auch runterdeklinieren. Ich kann mal klein anfangen mit einer Website und ein bisschen Umfragen machen, um ein paar Pionierkunden und mit denen arbeiten und lernen. Aber man kann ich zeige Ihnen mal den Businessplan beim Glas Wein. Ich zeige Ihnen, können Sie sich, was ich da 1998 mir ausgedacht habe. Naja, also. Gut. Aber es hat geholfen, das Ding zu durchdenken. Dieser Businessplan. In dem Sinne ist ein Businessplan, jedenfalls was den Konzeptteil angeht, schon hilfreich. Genau. Und deswegen kam auch dieser Geistesblitz, als der Chef das sagte, war, weil ich das vorher schon durchdacht hatte und das auch ein Teil war. Aber ich wusste nicht, wie ich es mache. Und dann kam dieser Chef.
Also wäre das vorher alles nicht passiert, hätte ich vielleicht das nicht verstanden, was er mir gesagt hat. Zweite Firma, sorry. Kurz. Bleiben wir mal bei der Frage. Hier sind ja Leute, die haben so eine, sag ich mal, Anfangsidee, haben ein Stück daran gearbeitet. Wie geht's weiter? Was muss man machen? Was ist Ihre Erfahrung, wie man von einem allerersten Einfall zu einem doch dann Marktführerkonzept kommt? Also ich finde diese Lean-Startup-Methode, die finde ich großartig. Also wirklich zu sagen, man hat eine Idee, man spricht mit ganz vielen Leuten darüber. Das bietet ja auch hier dieser ganze Rahmen, wirklich mit Leuten darüber zu sprechen, zu sehen, ist da Energie? Es muss ja nicht jeder gleich hier schreien. Aber so, dass ein paar Leute mal sagen, das kann ich mir vorstellen, das zu kaufen, das zu nutzen, was auch immer, um es dann zu testen. Und Google bietet sich ja auch dafür an, einfach mal so ein paar Keywords zu schalten. Kann ich denn auch mit 100 Euro, kommen da ein paar Leute auf die Webseite, rufen die mich an? Weil wenn das mit 100 Euro funktioniert, funktioniert es auch mit 1000 Euro. Also wirklich diese klassische Lean-Startup-Methode, Business Model Canvas hilft da auch, dieses zu durchdenken, damit zu beginnen und es dann von dem Punkt weiterzutreiben. Letztendlich, wie ich es auch mit Jobs Rhein Main gemacht habe, erst in der Nische, dann hat es da funktioniert, dann sind wir nach München gegangen und dann, ja, und dranbleiben. Und Beharrlichkeit, ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja. Sprechen wir mal ein bisschen über die Rückschläge. Gab es auch irgendwann mal einen Punkt, wo Sie sagten, jetzt schmeiße ich hin? Jetzt habe ich keine Lust mehr. Ja, bei dem zweiten Unternehmen gab es natürlich ganz viele Rückschläge. Sie erinnern sich ja an diese Zeit. Das waren vor allem diese Besitzstandwahrer, die natürlich extrem gegen das waren, was wir getan haben. Die Unternehmer haben uns ja, nicht alle natürlich, aber es wurde ja mit den Füßen abgestimmt. Wir haben im Jahr 2006 über 10.000 Firmen gegründet. Das waren jeden Tag 50 Firmen, 1.000 im Monat. Man kann damals auch sagen, jede vierte GmbH war schon eine Limited. Ja, unglaubliche Zahlen. Und da war schon so, dass wir unendlich viele Rechtsverfahren, mehrere hundert Rechtsverfahren habe ich in Deutschland geführt, weil Handelsrichter es nicht eintragen wollten, weil die IHKs dagegen waren, weil es gibt in Deutschland diesen Paragraph 181, den gibt es natürlich in England so nicht. Dann haben wir den umgeschrieben, dann sagt irgendein Amtsrichter, das geht trotzdem nicht. Und wir haben dann dagegen geklagt, wir haben praktisch fast alle Fälle auch gewonnen. Aber für den Unternehmer, der ins Handelsregister wollte, hat es natürlich nicht geholfen, wenn wir 6, 8, 12 Monate später das Urteil gewinnen. Das waren schon tiefe Rückschläge und auch viele schlaflose Nächte. Das hört sich ja alles so toll an, auch wenn man so sieht, das ist ja, das ja. Und das. Aber wenn man zurückblickt, glaube ich, habe ich insgesamt mehr schlaflose Nächte als diese schönen Momente, wo man dann eben feiert, sei es das Monatsergebnis oder andere schöne Momente. Also von daher gibt es in der Tat viele Rückschläge oder auch Finanzierungsrunden, wenn die dann nicht funktionieren oder bei Semigator. Dann haben wir unser Geschäftsmodell ein bisschen angepasst in diese DAX 30 Konzerne. Dann brauchten wir mehr Geld. Dann war das aber zu den Bedingungen, wie wir es gerne gehabt hätten, nicht gerade verfügbar. Dann war die Frage, geht es jetzt in die Insolvenz oder fügen wir uns dann dem Angebot? Dann wägt man ab, Insolvenz oder im Prinzip verliert man das Unternehmen an einen Investor, wo man eben zu viele Anteile hergeben muss. Und dann geht man ins Büro, dann sieht man 15 Angestellte, denkt, okay, wenn du da nicht eingehst, musst du jetzt dann irgendwie mehr oder weniger in 3, 4 Wochen sagen, wir schließen das Unternehmen. Und mit diesen Situationen muss man dann schon umgehen. Und diese schlaflosen Nächte, das kennt, glaube ich, jeder Gründer, kenne ich auch. Es gibt ja die mit Endorphinen in der Gründungsidee, die sind ja positiv schlaflos und dann gibt es diese anderen. Es gibt Eustress und Distress, kann genau. Man auch sagen, ja? Wir reden ja von den Distress. Den Distress. Wie hält man den aus? Also oft ist es ja so, das haut in den Körper rein, ja. Das wird sichtbar. Die Freundin, Partner sagt, also musst du dir das antun. Wohlmeinende Freunde sagen, hör auf. Ja. Also man kriegt eigentlich vom Umfeld in so einem Moment in der Regel keine Unterstützung, ist meine Erfahrung. Ja, das stimmt schon. Ja. Und dann? Was ist der Punkt, warum viele hinschmeißen und ein paar nicht hinschmeißen, sondern irgendwie daraus hervorgehen und meistens ein Stück stärker? Ja, also es gibt auch zu Zeiten von Jobs in Town, wo ja dann die Krise war, wo Siemens 10.000 Leute entlassen hat und seinen Vertrag mit über 1 Million Euro Volumen gekündigt hat. Also diese Momente gibt es dann einfach, sind brutalste Momente, aber
ich versuche dann noch so einen Ausgleich irgendwie hinzubekommen durch diesen wunderbaren Fußballverein Eintracht Frankfurt. Wenn man da im Stadion ist, habe natürlich eine Dauerkarte. Da gibt es dann wieder positive Energie oder natürlich auch außer letzten Sonntag den Ausgleich oder auch natürlich durchs Laufen, ja, den Kopf frei kriegen. Laufen. Ja, eine Zeit lang habe ich auch Yoga gemacht. Also es gibt, man braucht sicherlich schon auch den Ausgleich. Aber das sind schon dann Laufen und Yoga ist natürlich Ausgleich, wo man mit sich selbst da klarkommen muss. Und was ich mir natürlich immer auch da eingeredet habe, wer einmal auf dem Meeresgrund war, fürchtet sich nicht mehr vor Pfützen. Also in dieser Zeit, New Economy Bubble 2001, ja, wenn man das so erlebt hat, was da alles passiert ist, was da alles für Werte zerstört worden ist, wenn man das einmal so gesehen hat, man kann auch mit wenig Geld überleben. Ja. Das ist meine Erfahrung auch, Leute, die nicht durch solche Situationen gehen, regen sich über Sachen auf, wo man sagen würde, also ja, irgendwie, ich habe einen Kollegen, der sagt, Beträge unter 100 Euro, wenn man so betrogen wird, den irgendwer sofort vergessen. Keine Emotionen dran. Beträge zwischen 100 und 1000 Euro eine gewisse Aufmerksamkeit schenken, aber Beträge über 1000 Euro sehr genau hingucken. Ja. Und ich kenne viele Leute, die machen das genau umgekehrt. Bei den großen Beträgen sind sie ziemlich leichtfertig, was sie da anlegen an der Börse oder bei der Bank. Und in so kleinen Beträgen, wenn irgendeiner sie beim Telefon um 20 Euro betrogen hat, regen sie sich fürchterlich auf. Also das hilft zu sagen, den Horizont im Auge haben und die Pfützen und so. Irgendwie wird man dreckig oder fällt rein und kein Punkt. Aufstehen und weiter und irgendwie. Also so ein Blick für das Wesentliche. Das gibt es sogar als Theorie, das Proportionsgefühl oder sowas heißt das. Also die wesentlichen Sachen von den unwesentlichen unterscheiden. Also ich zitiere immer den Winston Churchill, if you go through hell, keep going. Keep going. Nicht verzweifeln, sondern es hört auch wieder auf. Die Hölle ist nicht unendlich, die hört auch irgendwann wieder auf. Keep going, das ist ein, guter Satz. Ich kann die zweite Geschäftsidee sollte ich ja noch erklären, wie es entstanden ist. Ja. Die zweite. Ein gutes Gedächtnis. Kleiner Exkurs. Die zweite Geschäftsidee war in Dublin. Also da war ja die Zeit, wo mir es dann auch finanziell eben nicht gut ging. Da muss man ganz klar sagen. Ich war auf einem kostenlosen Seminar in der Dubliner Stadtbibliothek. Und es war so ein Seminar, 6 Stufen zum Unternehmer. Da habe ich mir gedacht, da kann ich dieses Business-Englisch so ein bisschen verstehen. Und dann war an dem letzten Seminartag, es war jeden Mittwoch, am letzten Seminartag, sagt der Referent, der war so auf einer Leiter, die Stufen zum Unternehmer, und zeigt so runter in die zweite Reihe und zeigt so auf mich drauf und sagt, bevor du ein Unternehmen gründest, nimmst du 500 Euro in die Hand, gründest eine Limited, schützt dich, dein Vermögen und deine Familie. Und das hat so reingeknallt, weil ich gedacht hatte, hey, 500 Euro, eine Limited gründen, GmbH 25.000 Euro und dieses Vermögen zu schützen. Und das ist ja auch schon auch der Rat, wenn man es ausprobiert, dass man eine, das heißt, dass man seine persönliche Haftung einfach beschränkt. Ja. Und das habe ich gedacht, okay, das ist ja super, jetzt bin ich hier in Dublin, jetzt habe ich einen Beratungsauftrag mit einem Nasdaq-Unternehmen aus Amerika. Wenn ich aber irgendwann zwar absehbar nach Deutschland gehe, was mache ich mit dem Unternehmen? Dann muss ich vielleicht den Vertrag kündigen, weil ich dann eine deutsche GmbH habe und ich verliere meine Existenz, weil es denen vielleicht schlecht geht. Und dann ist ja meine Niederlassungsfreiheit, kann ja gar nicht funktionieren, weil ich ja meine geschäftliche Niederlassungsfreiheit nicht habe. Das kann mit dem europäischen Gedanken nicht so funktionieren. Und da habe ich mich so ein bisschen reingedacht, dass das ja im Privaten funktioniert, aber nicht im Geschäftlichen. Und das widerstrebt dem europäischen Gedanken. Und da habe ich mich da eingelesen, ich bin ja kein Jurist. Und dann habe ich mit Leuten darüber gesprochen, was würdet ihr denn machen, wenn es so eine Limited gibt? Und dann sagen die, die brauche ich sofort. Und dann habe ich diese ganzen Rechtstexte gelesen und dann hat irgendwann auch der BGH, Bundesgerichtshof, entschieden, dass eine im Ausland gegründete Firma rechtmäßig auch in Deutschland betrieben werden darf. Und ich hatte 6 Monate vor diesem Urteil schon die entsprechenden Domains mir gesichert, weil ich dachte, das muss irgendwann kommen. Es hätte auch schief gehen können, dann hätte ich meine ganze Energie, ich habe monatelang an dieser Idee gearbeitet, wäre halt eben nicht passiert. Ja. Muss man ganz klar sagen. Das war die zweite Firma, die ja dann Deutsche Wirtschaftsgeschichte geschrieben hat, die dritte und für die Einführung der OG gesorgt hat. Und das dritte Unternehmen, das war mit meinem Freund Oliver Flasskemper. Der macht so Dinge wie geizkragen.de, content.de, bitcoin.de, wer das kennt, wer Bitcoins auch hat von euch. Und ich war bei ihm und er hat ein Video, ein Weiterbildungsvideo zum Thema Internetmarketing mir gezeigt. Wir haben ein Glas Baileys getrunken und am Ende des Videos fragt er mich,
Was glaubst du, was dieses Video gekostet hat? Hatte ich keine Ahnung. Und das war vielleicht zu dem Zeitraum, oder ich war zu der Zeit in China 4,5 Jahre. Und da habe ich gesagt, oder zu dem Zeitpunkt vielleicht 2 Jahre, insgesamt war ich 4,5 Jahre dort. Und da habe ich gesagt, keine Ahnung. Dann sagt er, 800 Euro. Dann sage ich, 800 Euro. Dann habe ich so gesagt, das kauft doch keiner. Hast du es gekauft? Sagt er, nein, er hat einen Vortrag gehalten, er hat das Video geschenkt bekommen. Sage ich, wenn man doch das Video jetzt für 1 Euro rausgeben würde, dann würden das doch viel mehr Menschen kaufen. Und wenn das jetzt in Englisch wäre, würden es die ganzen Chinesen kaufen und in Afrika und so weiter und so fort. Letztendlich, was iTunes ja dann gemacht hat. Und da kam dann dieser Gedanke, am nächsten Tag standen wir im Stau zu Cebit und haben gesagt, okay, das ganze Seminarthema ist schlecht. Und dann war dieser Stau und es gibt kein Seminarportal. Alle Rubrikenmärkte in den Zeitungen sind ins Internet abgewandert, Stellen, Immobilien, aber noch nicht das Seminarthema. Man sucht keine Seminare im Internet zu 2006. Und da haben wir gedacht, mit dem Geld, was wir haben, können wir das mal ein bisschen antesten. Und so ist diese Geschäftsidee entstanden. Ja. Die ist ja auch ein bisschen schräg. Also sieht sie jedenfalls von außen aus. Damals, als ich davon hörte, da hieß es, das muss man doch beurteilen, jedes Seminar ist anders. Wo ist denn die Skalierbarkeit? Jedes Seminar ist anders. Wie kann ich denn im Vorhinein wissen, ob das Seminar gut ist oder schlecht? Und dann als Vermittler wird das ja dann mir zugeschrieben, wenn das Seminar nicht gut ist. Also ich sah da Riesenprobleme kommen. Ja. Nee, es ist, um was es uns ja ging, ist, wenn man ein Hotel bucht, dann hat man dieselbe Situation. Als es noch nicht HRS gab, ging es ja darum, sie haben irgendwo geschaut, wie finde ich ein Hotel, und da gab es ja keine Bewertung. Aber wichtig war ja, oder ist es ja erstmal, zu wissen, ich will mich weiterbilden im Bereich Verkauf, Buchhaltung, Ingenieur oder was es auch immer gibt. Und finde ich denn ein verfügbares Seminar an diesem einen Freitag in meiner Region? Und unser Ziel war schon auch damals, dass es keine schlechten Seminare mehr gibt durch die Bewertung, die ja dann irgendwann auch das verhindern, dass schlechte Referenten... Bewertungssystem. Ja. Wie das auch bei den Hotels. Schon. Übernehmen von... Ja. Genau, das zu übernehmen. Aber erstmal war es halt wichtig, überhaupt Seminare zu finden, weil wer damals gegoogelt hat nach einem Seminar, zum Beispiel Vertriebstraining Berlin, der findet ja alle Seminare, die mal irgendwann Vertriebstraining in Berlin angeboten haben. Also auch eins, was 2 Jahre zurückliegt. Und Unternehmer kriegen ja ganz viele Seminarzettel dann wieder, oder in die Personalabteilung kommen dann die ganzen Flyer und in den IHK-Magazin und wo das überall auch beworben wird. Aber es ist eben nicht systematisch. Und deswegen haben wir gesagt, man muss Seminare finden können. Und wenn sie dann im zweiten Schritt bewertet werden, dann schließe ich eben auch schlechte Seminare aus. Und natürlich gibt es auch renommierte Anbieter, wie eben ein Management Circle oder die HAUFO-Akademie, die gute, die Vorauswahl ja trifft. Und dann kann man es eben über uns buchen, wie man sein Hotel eben auch über HRS oder Hotel.de bucht. Oder seine Wohnung sucht. Da muss man halt selbst beurteilen, ist die Wohnung den Bedürfnissen gerecht. Und durch diese Einbindung jetzt in die Konzerne, wo unglaubliche Umsätze gefahren werden, die Konzerne haben ein hohes Interesse daran, dass auch die Mitarbeiter, die dort waren, die Seminare bewerten, damit das Personalmanagement die Vorauswahl auch schon treffen kann. Ja. Also was ich so raushöre, ist, es gibt einen Gedanken, auf den kommt man irgendwie und dann an dem Gedanken basteln und arbeiten und sich überlegen, und wie kann man daraus etwas Überzeugendes machen. Also vom Einfall zum ausgereiften Konzept. Ja. Wie lange dauert sowas? Bei Semigator, die Idee war im März 2007 und wir sind online gegangen zum 2. Mai oder 1. Mai, Tag der Arbeit, glaube ich, 2008. Also es ging eigentlich relativ schnell. Volles Jahr. Volles Jahr. Wir haben in China 8-9 Monate programmiert. Also ab 1. Juli 2007 haben wir programmiert, die Firma dann gegründet im September. Und Firma.de, das hat wesentlich länger gedauert. Da wollten wir alle unsere Erfahrungen reingeben und wir haben letztendlich an der Idee, an der Umsetzung über 2 Jahre gearbeitet. Wir haben im Herbst 2011 jeden Abend, wir haben an Semigator gearbeitet und dann abends ab 19 Uhr bis fast jeden Tag, 24 Uhr, Montag bis Donnerstag, Firma.de durchdacht mit 3 Leuten. Und das war ein ganzer Herbst, also müsste ich mal die Stunden zusammen addieren. Und bis wir dann wirklich so richtig gestartet sind, war dann ja Mitte, Ende 2012.
Das waren eher 2 Jahre. Wo wir uns diese Zeit auch dann gegeben haben. Wir wollten es einfach richtig machen. Ja. Und dann auch diese Domainname. Und dann gab es noch eine Firmengründung, die leider nicht auf Ihrem Zettel steht. Und das war, steht auch nirgends, also kann der Herr Dr. Professor Faldi nicht wissen, 2007 zum Thema Rückschläge. 2007 habe ich noch eine weitere Firma gegründet. Ich glaube, Juli, August war das. Das war die Deutsche Gutschein AG. Und Groupon, wer sich daran erinnern kann, wurde erst in 2008 gegründet. Also ich hatte da mit Holger Jonsson diese Idee, in diesem Gutscheingeschäft einzusteigen. Und da haben wir diese Deutsche Gutschein AG gegründet, also auch eigentlich ein schöner Name, jetzt sind wir natürlich nicht international, weil wir da eine Energie gespürt haben, dass da was passiert. Coupon und alle Clones, die es ja dann gegeben hat, waren alle erst 2008. Jetzt bin ich leider kein Milliardär. Also ich bin ja dann, ich habe einen Monat später Simigator gegründet und ich hatte irgendwie diese Lust auf dieses Weiterbildungsthema. Ich fand, das war ganz viel Energie und deswegen habe ich dann mich für Simigator entschieden. Wer weiß, hätte ich damals die Deutsche Gutschein AG gegründet, die trotzdem in Amerika Coupon gegründet, vielleicht hätten die mich dann für zig Millionen gekauft. Milliarden, ne? Ja, aber die Clones, die dann hier gekauft worden sind, waren ja so zig Millionen. Ja. Daran denke ich schon auch immer mal wieder, was ist, wenn ich auf dieses Ding gesetzt hätte, anstatt auf die Simigator AG? Also es geht mal so eine Milliarde durch die Ich denke immer so an zig Millionen, aber eine Milliarde, da kann ich ja nicht mehr schlafen jetzt. Ich habe wieder die Stress. Es gibt zwei Leute hier aus unserem Umfeld, beide heißen Thomas und noch ein Programmierer dazu, die hatten an so einem Taxisystem gearbeitet. Ungefähr das, was jetzt mit Uber herauskam. Die raufen sich natürlich die Haare. Das ist Uber, 1,8 Milliarden. Ja. Ne? Also Kapitaleinlage, Bewertung ja wahrscheinlich viel höher. Aber Kapitaleinlage, 1,8 Milliarden. Und die sagen, eigentlich ist es ihr Konzept. Ja. Ja. Und das heißt, was Sie auch vorhin mich gefragt haben, das war eigentlich, man muss auch dann Dinge umsetzen. Das heißt nicht nur Dinge durchdenken, wir haben ja sogar nicht nur das durchdacht, wir haben sogar 50.000 Euro Stammkapital eingelegt oder 25.000, man muss nur die Hälfte, wenn man zu zweit ist, muss man damals nur die Hälfte einlegen, also 25.000. Wir haben also auch das Stammkapital eingelegt, diese ganze Gründungsbürokratie auch noch gemacht und haben es trotzdem nicht verfolgt. Ja. Schon bitter. Ja? Ich sehe schon Ihr Kopf, der ist bitter. Bitter. Eine Milliarde durch die. Wie wird Coupon bewertet? Ein paar Milliarden. Ein paar Milliarden, ja. Ich gucke regelmäßig mal drauf. Das sollten Sie nicht. Ich glaube 6,5 oder irgendwas. Ich weiß jetzt nicht heute. Größenordnung, ja. Die Hälfte, 50%, wären immer noch 3. Ja. Vielleicht noch eine letzte Frage. Sie waren lange in China. Ja. Eigentlich verorte ich Sie immer noch in China, aber Sie sagen, Sie sind jetzt zurück. Ist ja oft so, wenn man was gründet und dann braucht man irgendeinen Teil, einen Prototyp oder ein Produkt, was man hier verkaufen will, dann ist natürlich immer der Gedanke, in China ist das wahrscheinlich preiswerter. Mhm. Ist ja auch in der Regel so. Mhm. Und dann ist immer die Angst, oh Gott, dann bestelle ich irgendwas und irgendein Ramsch kommt zurück oder stellt sich heraus, das ist Kinderarbeit oder Gefangenenarbeit oder die Firma. Das Gebäude in Bangladesch fällt ein und dann heißt es, wie konntest du nur nach China gehen? Andererseits hat China zum Teil die modernsten Fabriken auf der ganzen Welt, also so wie Deutschland nach dem Krieg, zu niedrig bewertete Währung, niedrige Löhne, so ein Aufbau, Energie, positiv. Das ist in China so wie eigentlich 1950, 1955 in Deutschland. Und es macht Sinn, da einzukaufen. Ja. Aber viele verbrennen sich da die Finger. Sie waren 4,5 Jahre dort. Ich glaube, Sie haben auch eine chinesische Partnerin. Sehe ich das richtig? Ja. Ja. Was muss man da machen, dass man vernünftig einkauft und nicht da ein Wabonspiel macht? Also zum Ersten, das, was Sie gesagt haben, in China fließt natürlich unglaublich viel Geld hin. Wer heute moderne Hotelkonzepte sich anschauen will, der kann nicht nach Amerika, der muss nach Asien. Ja. Egal jetzt, ob auch Thailand oder China, Japan. Kaufhäuser und sowas. Alles. Das KDW ist eine Bruchbude im Vergleich zu dem, ja, ist wirklich so, was da an Palästen und Wasserfällen im Kaufhaus und solchen Sachen passiert. Ja. Ich war 96 in Amerika und dann, glaube ich, erst wieder, wenn ich mich so richtig erinnere, 2000,
8, 9 oder so, 10, 15 Jahre nicht. Vielleicht war ich zwischen den einmal. Und ich war wirklich erschreckt, als ich von China nach Boston und New York geflogen bin, wie das zurückgeblieben ist in den Einkaufszentren. Das war wirklich erschreckend gegenüber Asien, ja, egal welches Land das ist. Das hat sich noch nicht so überall herumgesprochen. Die meisten verbinden mit China, noch stärker mit Indien. Ich bin ja fast jedes Jahr in Kalkutta gewesen. Das war vor 30 Jahren ein Armenhaus. Heute ist Kalkutta eine moderne Industriestadt mit Juwelierstraßen und solchen Sachen und Rolls-Royce und der Chauffeur mit weißen Handschuhen und sowas. Also bei uns denken die Leute noch auf dem Trottoir, verhungern die Leute. Also wir sind immer ein bisschen zurück. Und ich sage immer so wie die Engländer in den 1950er Jahren. Die dachten auch immer noch, sie seien die Spitze des Empire. Da ging aber schon alles bergab in England. Also dieser Unterschied. Aber das Stichwort, wie richtig einkaufen. Ja, ich habe dort die ganze IT-Programmierung letztendlich selbst eine Firma dort gehabt, um diese IT-Dienstleistung, Administrationsdienstleistung dort zu machen. Wie kauft man ein? Also es ist eigentlich schon so, dass man, wenn man einkaufen will, zu den internationalen Messen dort fährt. Und das sind ja Messen, das sind ja Messegrößen, das kann man sich ja kaum vorstellen. Und dort sieht man die Ware, dort spricht man mit den Leuten und man kann in der Tat die Fabriken auch besichtigen. Und dann schaut man sich die Fabrik an und schaut, ob das so passt für dieses Produkt, was man dort eben einkaufen möchte. Und also ich höre raus, einen gescheiten Partner, nicht einfach nur eine Internetseite nehmen. Ja, also man muss schon hinfahren und sich das angucken. Ja, also es ist ja auch so, dass in China, anders als in Deutschland, auch wenn wir nochmal zu dem Thema Rechtsformen kommen, ist ja eine UG mit niedrigem Stammkapital sicher und Haftungsschutz und so weiter. In China gibt es ja das Ganze nicht. Also jeder hat natürlich da eine Limited. Und sie zahlen dort alles, bevor die Ware aufs Schiff kommt, per Vorkasse. Ja. Das heißt, es macht schon Sinn, 500, 600, 700 Euro zu investieren, um nach Hongkong oder wohin auch immer, Shanghai zu fliegen, um dann dort das selbst zu sehen. Ja. Sie kriegen keine Ware, wenn sie nicht Vorauskasse leisten. Das ist ein gutes System. Ja. Für die Chinesen. Für die Chinesen. Aber wir haben auch hohe Außenstände. Ich wünsche mir auch, es wäre bei uns ein bisschen anders. Also andersrum, hohe Forderungen. Also dieses System, man kauft was und man zahlt es im Vornherein, ist eigentlich ein gutes System. Bei der Tee-Kampagne haben wir anders angefangen. Den Tee mussten wir 60 Tage nach Lieferung bezahlen, internationale Warengeschäfte. Und wir haben von unseren Kunden Vorauskasse verlangt. Das heißt, wir hatten das Geld schon, bevor wir überhaupt den Tee bezahlen mussten. Wir hätten, weil immer heißt Kapital und so, wir hätten eine Bank einrichten können mit dem, was wir da hatten, weil wir immer, und natürlich keine Zahlungsausfälle, wenn Sie sagen Vorkasse, dann haben Sie das Geld und dann liefern Sie und da ist nicht, jetzt muss ich hinter meinen unbezahlten Rechnungen herlaufen. Ja. Also da kommt man nicht dran vorbei, Vorkasse ist... Ja. Es gibt manchmal natürlich Situationen, wo sie dann 50% oder 70% nur bezahlen, in Einzelfällen, wo die Margen besonders hoch sind, auch für die Chinesen. Das Geld ist weg und dann kommt eine Ware und dann kommt manchmal eine böse Überraschung. Und es gibt eigentlich, wenn man so anfängt, gewisse Produkte einzukaufen, hat man dort Vermittler, die Ware dort auch checken, die das Geld auch freigeben. Genau, es gibt es das, kann man die identifizieren. Wir setzen ja auch einen Warenprüfer ein. Wenn wir kaufen, kaufen wir aufgrund eines 400 Gramm Samples die Qualität und dann kommt ein 8 Tonnen Container. Ist das jetzt die Teequalität, die wir eingekauft haben oder nicht? Ja. Wenn dann die Ware erstmal in Hamburg ist, ist großes Matata. Ja. Also bevor es verschifft wird in Kalkutta, kommt jemand von SGS, das ist dieser Schweizer große Warenprüfer, prüft, ob das Sample übereinstimmt mit dem, werden da Stichproben nach einem bestimmten Verfahren gezogen, ob das übereinstimmt oder nicht. Und wenn die sagen, nein, stimmt nicht überein, wird überhaupt gar nicht erst verschifft und so. Genau. Dann müssen die sich in Kalkutta irgendwie streiten. Aber wir sind da raus und das ist sehr gut. Und der gibt das Geld auch frei und ich habe viele kennengelernt oder einige, die das eigentlich gemacht haben, diese Kontrolle für amerikanische Konzerne, die dort eingekauft haben. Und die haben sich dann aus den Konzernen herausgelöst und haben gesagt, ich mache das jetzt für den Konzern und mache das für 3, 4 andere. Ja. Und die sitzen eigentlich in der Regel in Shanghai, Hongkong. Und die muss man identifizieren. Genau. Das sollten wir bei uns auf die Website stellen oder auf Ihre oder beide. Wenn du einkaufst, schalte jemanden dazwischen, der prüft, bevor das verschifft wird.
Und im Vertrag muss stehen, kann erst verschifft werden, wenn der seine Zustimmung gegeben hat. Zu Beginn, ja. Und haben später kommen. Ja? Also zumal so Details aus solchen, das ist ja auch immer interessant, weil man die sonst nie erfährt. Mhm. Wir haben das mit SGS gemacht, was ein paar Mal so Streit gegeben hatte. Und das ist ja schlecht, da geht es um viel Geld. Man verärgert seinen Lieferanten oder also beide Seiten. Wir fanden, das war nicht korrekt und der andere Seite, wie das so immer ist, sagt dann auch, es ist nicht korrekt. Also man schaltet so einen Mediator dazwischen, einen angesehenen Warenprüfer. Und der sagt, ich weiß noch genau, als ich mich mit ihm unterhalten habe, Thema Bestechung. Kann man den nicht bestechen? Da sagte der, klar, man kann alle Leute bestechen, das ist immer eine Frage des Preises. Sie müssen ein Verfahren finden, was das Bestechen ausschaltet. Also damit der Lieferant, der mir einen schlechten Tee liefern will, da durchkommt, muss er meinen Mann kennen, der die Teequalität prüft. Wenn er den nicht kennt, kann er auch nicht bestechen, auch wenn er es möchte. Also sagt er, wir halten geheim, wer den Tee prüft. Es ist nicht der Mensch, der am Hafen steht und die Kisten aufmacht, sondern wir ziehen Samples und wir halten geheim, wer den Tee prüft. Also man weiß gar nicht, wen man bestechen müsste. Und also es gibt Verfahren, und das sind ja einfach professionell, die sowas mehr oder weniger ausschalten oder jedenfalls weitgehend ausschalten. Das ist schon ganz interessant. Also das zu der Frage, wenn ich ein Produkt oder ein Prototyp oder wo einkaufe, wie kann ich mich denn auf die sichere Seite stellen? Es kostet ein bisschen Geld, aber diese Investition ist unbedingt notwendig. Noch ein Satz dazu. Diese SGS-Leute sagten, wir prüfen nicht erst am Hafen, das ist zu spät, sondern wir prüfen in den Warenhäusern, ob ihr Lieferant auch schon die richtige Qualität eingekauft hat von den Plantagen oder ob er selber im Lagerhaus für Sie schon diese Qualität in einem Abteil zurechtgestellt hat. Also müssen wir unbeschränkt Zugang zum Lagerhaus haben. Bis dahin, wir hatten den Prüfer, den wir bezahlten, und dann hieß es, das Lagerhaus, der Schlüssel ist nicht da oder das ist abgebrannt oder irgendwas. Und wir haben uns immer gewundert, was da so an, das sagten die, na, als können Sie sich schenken. Sie müssen in den Vertrag reinschreiben, wenn aus irgendwelchen Gründen, egal welchen Gründen, der Zugang zum Lagerhaus zu irgendeinem Zeitpunkt verwehrt wird, erlischt der Vertrag auf der Stelle, ohne dass man Einspruch erheben kann. Also wenn die Kontrollmöglichkeiten eingeschränkt werden, erlischt der Vertrag sofort, ohne weitere. So, gab es ein Riesengeschrei erstmal im ersten Jahr, dann haben wir das durchgesetzt und seitdem, seit vielen Jahren, haben wir keine Probleme mehr. Es läuft wunderbar. Wir haben das Gefühl, unsere Qualität ist besser wie vorher. Die Regeln sind klar. Wir sind keine Dilettanten, die man so mal kurz über den Tisch ziehen kann. Also wir haben im Laufe der Jahre auch viel dazugelernt. Das ist jetzt seit Mitte der 90er Jahre oder so. Ist wirklich gut, kann ich jedem nur empfehlen. Das kostet was, aber Sie können ruhig schlafen. Und es ist eine rentable Investition. Es ist eine sehr rentable Investition. Und das Verhältnis zu Ihrem Geschäftspartner wird auch besser, weil Sie nicht immer so in Streit geraten, sondern jemand anderer das für Sie auswicht. Also es hört sich so ähnlich an, jemanden dort als Warenprüfer einsetzen. Vor allem, wenn es Vorkasse ist. Ja. Und es haben alle in China, wie auch der Prüfer, Interesse an langfristigen Geschäft und nicht an Einmalgeschäft. Von daher, natürlich gibt es immer Ausnahmen, die man in der Zeitung liest, aber das Gros ist... Das ist das Image. Sie sagen, man liest in der Zeitung, man liest immer die schlechten Fälle in der Zeitung. Ja. Oder ich habe Leute, die sagen, in Deutschland hergestellt. Da sage ich immer, sind chinesische Arbeiter Menschen zweiter Klasse? Wieso in Deutschland hergestellt? Es gibt Gründe, regional, die Äpfel soll man nicht aus Neuseeland holen, aber das sind andere Gründe. Aber im Grunde genommen macht es Sinn, weil die großen Fabriken, die großen Stückzahlen inzwischen nicht mehr bei uns hergestellt werden, auch nicht mehr in Osteuropa, sondern im Wesentlichen in Asien. Ja, vielen Dank. Haben wir so ein bisschen Einblick bekommen in das Leben und Denken eines Serial Entrepreneurs. Gibt es schon eine neue Idee? Oder ist es die Firma, die letzte längere Heirat mit einem Unternehmen? Genau, Firma.de bleibt jetzt. Bleibt lange. Ja, dann wünsche ich viel Erfolg. Wenn Sie Komponenten suchen, entweder bei ihm, da geht es so mehr um Rechtsformen. Rechtsformen, Buchhaltung haben wir auch, wie Sie auch, wie auch jeder Steuerberater. Und gibt ein paar andere Themen, einfach das auf der Webseite anschauen, weil wir wollen uns ja heute eher um das Geschäft. Über die andere Themen unterhalten, nicht Werbung für Firma.de, das finden Sie dann alles auf den Webseiten.
Aber wenn es um Komponenten geht, sich sowas angucken, unser Komponentenportal angucken, ich kann Ihnen nur raten, so viel wie möglich abzugeben, aber an professionelle Partner. Nicht an Stümper, nicht an Billiganbieter, sondern an professionelle Partner. Dann können Sie ruhig schlafen. Sie können auch die anderen in Haftung nehmen. Wenn Sie ein Erstsemesterstudenten einstellen, Ihren Bekannten, den können Sie nicht in Haftung nehmen. Aber wenn Sie eine professionelle Komponente und die liefert nicht das, was verabredet ist, na, dann ist völlig klar, dass Sie entweder das nicht bezahlen oder wenn Schaden entstanden ist, der andere haftet. Völlig selbstverständlich. Da haben wir auch eine Versicherung für den Fall, dass Sie da Fehler machen. Also bei Komponenten immer das Entscheidende, Professionalität. Nicht irgendwas Kleines. Das ist wirklich wichtig, glaube ich, Ihre Erfahrung auch. Ja. Schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you.